Hallo, guten Abend, liebe Leute. Wie ich schon erzählt habe, das hier ist eine uralte kleine Website, die ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe als Versuch, um eine Website zu erstellen. Es ist reiner CSS und HTML und ich wollte die Seite ein bisschen modernisieren nach vielen Jahren, weil ich seit ewig nichts mehr mit Webdesign gemacht habe und einige haben für mich Laravel und Bootstrap vorgeschlagen. Ich habe heute nur ganz kurz in kostenlose Bootstrap-Videos und Lektionen reingeschaut, aber peinlicherweise war das mir auf Anhieb ein bisschen zu hoch. Ich habe auch übrigens vor vielen Jahren ein bisschen was mit PHP und JavaScript geübt, aber es haben nur Kleinigkeiten geklappt. Aber zum Beispiel würde ich gern so ein eigenes Forum oder Gästebuch programmieren. Vielleicht fange ich irgendwann wieder an zu üben. Bisschen PHP, bisschen JavaScript. Oder ich versuche das nochmal mit Bootstrap und ich schaue auch in Laravel rein, weil es wäre mir schon lieber, wenn ich etwas ohne ernsthafte Programmierungskenntnisse machen könnte, was hinkriegen könnte. Aber eigentlich, das ist ein großes Laptop. Werden die meisten Sachen schon korrekt angezeigt. Aber auf einem kleineren Laptop nicht mehr. Da wird die Hälfte der Seite abgeschnitten. Die Bilder in meiner Galerie werden dann auch nur so teilweise angezeigt, so abgeschnitten. Ja, aber das ist eigentlich auf den Handys wird das komplett angezeigt, alles wird untereinander geordnet. Das Ding hier ist peinlich, dass einige Fehlerchen hat die Website, aber mal gucken. Zum Beispiel schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Mal in voller Größe. Das sind übrigens gerettete Tiere aus meiner Heimat, denn meine Familie macht in der Freizeit Tierrettung. Es geht um gefolterte, ausgeschmissene, vernachlässigte Tiere, die von meiner Familie aufgenommen werden geliebt, gefüttert, werden zum Tierarzt gebracht, werden entwürmt, kastriert, sterilisiert und dann mal sehen, ob dann wird, sieht meine Familie, ob die Tiere bei meiner Familie bleiben oder zur Adoption freigegeben werden. Unsere kleinen Schätze. Wir versuchen dann, oder meine Familie versucht dann für die Tiere ein zuverlässiges Herrchen, eine zuverlässige Familie zu finden, möglichst mit Haus und Garten und Verantwortungsbewusstsein ist sehr, sehr wichtig. Was gibt's hier noch? Also übrigens dieses Laptop ist total alt und funktioniert nicht mehr so richtig und die Website lädt auch sehr, sehr langsam. Also da bitte ich um Entschuldigung. Dann sind hier noch Fotomontagen, die ich für vielen, vielen Jahren für einen Adventskalender gemacht habe, aber auch nur hobbymäßig, also nichts Professionelles, nichts Künstlerisches natürlich. Alles nur Kinderkram. So, jetzt nichts Großartiges. Oder was gibt es hier noch?
So Mandalas ausmalen gegen Stress, Depression, Panikattacken oder einfach nur gegen Langeweile oder aus Spaß an der Freunde. Ja, alles Kinderkram oder ich war mal lange krank, dann war ich in einer Tagesklinik und dann habe ich dies und jenes gebastelt, auch Kinderkram, ja, aber es hat mir damals Spaß gemacht, es hat mir Freude bereitet. Zurück zur Startseite. Naja. Okay, jetzt aber genug von mir und von meiner peinlichen kleinen Website. Dann wünsche ich euch einen sehr schönen Abend und nachher gute Nacht.